Bedeutung dieser Wahl muss man im Zusammenhang sehen mit der vorhergegangenen Wahl. Der Wahlsieg von Funes als Kandidat der FMLN in 2009 lag ganz zentral darin, dass damit diese 20 Jahre Kontinuität von Arena gebrochen wurden, dass erstmals eine linke Partei, die aus einer Guerilla-Bewegung hervorgegangen ist, nicht nur in Salvador, sondern auch in Mittelamerika, durch demokratische Wahlen an die Macht gekommen ist und dieses wirklich Monopol von Arena als dem Ausdruck eben der nationalen Oligarchie, des Großkapitals, der repressiven Kräfte. Der Gründer von Arena, Dabusson, war auch der Gründer der Todesschwadrone in El Salvador, also wirklich eine Partei, die über die 20 Jahre, wie sie in der Regierung war, hinaus einfach die Elite und das Machtmonopol in El Salvador repräsentiert. Und dass es einer linken Kraft gelungen ist, sie über Wahlen aus diesem Amt zu jagen, das hat einfach eine ganz zentrale, eine ganz große Bedeutung, nicht nur für El Salvador, sondern auch für die ganze Region. Es sind wesentliche Veränderungen, Verbesserungen erfolgt. Ein ganz zentraler Moment ist aus meiner Sicht die Gesundheitsreform, die Regierung durchgeführt hat, die wirklich den neoliberalen Abbau, der ganz massiv war noch in den letzten Jahren von Arena, nicht nur zum Stoppen gebracht hat, sondern ihnen ist es gelungen, in diesen 5 Jahren, die ja für solche Prozesse sicherlich keine lange Zeit sind, das öffentliche Gesundheitswesen wieder auf einen Stand zu bringen, der das Recht auf Gesundheit in den Mittelpunkt stellt. Gesundheit wird wieder zu den Menschen gebracht. Das heißt, es ist nicht, sitzen nicht irgendwo Ärzte in Krankenhäusern und Praxen und warten, bis die Menschen kommen, sondern gerade in den ländlichen Gebieten, in den armen Vierteln der Ballungsräume und der Städte wurden diese Dienste dezentralisiert, wurden näher an die Menschen herangebracht. Anerkennung hat sicherlich auch die Sozialpolitik gefunden, wobei man sagen muss, dass es da in vielen Bereichen eine Übernahme war von Konzepten, die sie zuvor in Brasilien gegeben hat, also ganz an vorderster Stelle das 0-100-Programm, was auch in El Salvador durchgeführt wurde und was sicherlich dazu geführt hat, dass den Armen und Ärmsten eine Verbesserung zugekommen ist, aber man muss auch gleichzeitig sagen, es ist in vielen Bereichen nicht zu einem zu durchgreifenden und tiefgreifenden Veränderung gekommen, sodass die Sozialprogramme oft eben nur ein Pflaster sind und nicht der Grundstein, um wirklich die ökonomischen Bedingungen und die gesellschaftlichen Prozesse tiefgreifend zu verändern. Wo es auch sehr massive Kritik im Land selber gegeben hat, ist die sogenannte Remilitarisierung. Das heißt, dass auch diese Regierung auf den Einsatz von Militärs zusammen mit der Polizei gesetzt hat. Das heißt, man hat die Armee auf die Straße geschickt, um mit der Polizei zu patrouillieren und entsprechend Aktionen durchzuführen gegen die organisierte Kriminalität, aber auch darüber hinaus, und das von vielen als sehr problematisch gesehen wurde. Das wäre sicherlich auch für die Nachbarländer wichtig, mit El Salvador den Beweis anzuführen, dass solche politischen Veränderungen möglich sind, ohne dass alles zusammenbricht und dass sie tatsächlich Potenziale haben, die Grundprobleme der Länder, die sich ja nicht wirklich, unterschiedlich sind, auch zu überwinden. Andererseits bleibt aus meiner Sicht zu hoffen, dass es auch eine Erfahrung bestätigen kann, dass linke Politik in der Region und in Lateinamerika auf andere Weise möglich ist, als es derzeit
das Modell von Ortega in Nicaragua ist, wo es eben eine autoritäre, eine populistische Politik ist, die von einer sich selbst links nennenden und historisch links gewesenen Kraft vorangetrieben wird. Ich glaube, die große Herausforderung an die FMLN ist es auch, da andere Modelle vorzubringen und sie in der Praxis zu erproben.